高委员、王理事长、旅澳中国人协会各位领导干部、各位侨团负责人、各位侨界先进、各位女士、各位先生、各位小朋友，因为在座的有不少的奥地利人，那容我等一下再用几句德文跟各位问好。今天是农历的元月七号，容我在这里跟各位拜个晚年，恭贺新禧万事如意。很感谢王理事长的邀请，让我们今天有机会在这里参加旅澳中国人协会所举办的新春联欢会。旅澳中国人协会是我国在奥地利侨界历史最悠久的侨团，每年办这个春节联欢会是每年的一个盛事。我想在座很多人都已经望穿秋水，现在终于盼到了，一定非常的开心。那今天的节目，旅澳中国人协会已经筹办很久，而且有不少的侨团配合支援。那节目呢，就像刚刚理事长提到的，是很丰富的，有歌唱、有表演，还有抽奖节目，让我们可以赏心悦目，好好过一个农历年。就像刚刚王理事长提到的，猪年这个猪啊，不论是在奥地利、在台湾、在国内，都是对我们来讲是吉祥的动物，所以呢，它会带来财富跟幸运。我希望今年可以说，在座的各位还有在座各位的家庭，通通都能够在猪年里头幸运吉祥。我在这里也要代表本处，向旅澳中国人协会，还有参加这次表演的团体还有个人，深深地表示谢意。在过去的一年，我们在台湾的中华民国也是一个繁荣顺利的一年，在民主政治方面很顺利的发展，在经济方面我们有亮丽的成就，依旧是世界的第十六大的经贸大国。台湾跟奥地利之间的外贸数字也很亮丽，去年年底已经增加了34%，达到了10亿美金以上。另外在观光方面，从台湾来这里的观光客，去年年底已经增加到55000人，增加了10%。至于从这里到台湾去的奥地利人，观光客也增加了接近8.6%，是达到了5500人。这个数字呢，还是在欧洲所有的国家里面最高的。我想各位都已经听过，我们台湾已经在今年的元月开始成为5个高铁国家之一，从台北到高雄只要90分钟，所以台湾这个宝岛一下子在交通方面就变成了一个大城市。另外我们的东北海角，由于这个北宜高速公路还有这个雪山隧道的通车，一下子就变成了台北市的生活圈的范围，可以说是非常的方便。那希望各位下一次有机会回台湾或者去台湾的时候，不妨坐个高铁到亚热带的南部去看看，或者开车经过雪山隧道到太平洋的海岸去欣赏一下，我相信这是一个很难得的经历。最后在这里，我再向各位在这个猪年里头很幸运吉祥健康幸福。那我也预祝各位有一个很愉快的下午。Liebe Herr Bundeskanzler Wang, liebe Freunde in Österreich, liebe Landsleute, heute ist der 7. Jänner nach dem Mondkalender. Ich darf hier
Ihnen zum Neujahr alles Gute wünschen. Es freut mich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind, um das Jahr des Schweins zu feiern. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an den chinesischen Verein in Österreich, auch an alle Mitwirkenden für diese große Neujahrsveranstaltung. Wie Sie wissen, ist das kommende Jahr das Jahr des Schweins. Das Schwein ist ein glückliches Tier bei uns in Taiwan, auch hier bei Ihnen in Österreich. Es sollte Reichtum und Glück bringen. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen auch so sein wird. Im letzten Jahr haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Österreich sehr positiv entwickelt. Das Außenhandelsvolumen zwischen den beiden Seiten hat sich um 34% auf 1,01 Milliarden US-Dollar erhöht. Im Touristenbereich waren etwa 55.000 Taiwanesen im letzten Jahr zum Besuch hier in Österreich. Das bedeutet eine Zunahme von 10%. In andere Richtung sind 5.500 Österreicher zum Besuch in Taiwan gewesen. Das bedeutet eine Zunahme von 8,6%. Damit hat Österreich die höchste Wachstumsrate in Europa. Vielleicht haben Sie davon gehört, dass Taiwan seit Jänner 2007 ein Land der Hochgeschwindigkeitbahn geworden ist. Von Taipei nach Kaohsiung brauchen wir jetzt nur 90 Minuten. In gewisser Hinsicht ist Taiwan eine große Stadt geworden. Außerdem ist der Ort Nordosten in Taiwan durch die Eröffnung der 35 Kilometer langen Autobahn durch den Snow Mountain ein Vorort von Taipei geworden. Vielleicht nächstes Mal, wenn Sie zum Besuch in Taiwan sind, sollten Sie die Hochgeschwindigkeitbahn nehmen von oben zum sonnigen Süden. Oder fahren Sie mit dem Auto durch den Snow Mountain Tunnel zur pazifischen Küste. Das wäre ein schönes Erlebnis. Nun wünsche ich Ihnen im kommenden Jahr des Schweins viel Glück, alles Gute, Gesundheit. Und ich wünsche Ihnen auch einen schönen und unterhaltsamen Nachmittag. Ich danke Ihnen.